In diesem Video wechselt der Marc aus einem Porsche in mein Tesla Model 3. In meinem letzten Video bin ich ja den Porsche Taycan vom Marc gefahren und ja, wie man das so macht, revanchiere ich mich sehr gerne. Du bist aber auch neugierig, glaube ich. Total, ja. Genau, und deswegen kannst du jetzt mal ja, den Tesla fahren gleich, logischerweise, aber dir auch gerne mal drumherum angucken, was dich interessiert. Und du hast mir ja deinen Schlüssel ja gegeben. Mein Schlüssel ist mein Telefon. Okay, kriege ich jetzt dein Telefon? Eben, da tue ich mich schwer, aber ich bin ja bei dir. Ja, okay. Und deswegen gehe ich mit. Ansonsten alternativ. Ich habe mein Portemonnaie nicht bei. Ich habe in meinem Portemonnaie noch eine Karte, ja, also praktisch wie eine Kreditkarte. Ja. Die fungiert als Schlüssel. Die kann ich aber auch nur an eine Seite oben an einer bestimmten Stelle halten, was halt sehr unpraktisch ist. Und eigentlich brauche ich das auch nie, weil wenn ich das Telefon in der Tasche habe, kann ich den Tesla immer aufmachen und er weiß, dass ich da bin. Alternativ könnte ich mir auch für 150 Euro, glaube ich, halt auch so einen Schlüssel kaufen, der ähnlich wie der Porsche, wie ein Auto ausschaut und dann die ganzen Funktionalitäten auch aber hat. Aber vermisst keinen Schlüssel, oder? Nee. Okay. Also ich bin so zufrieden. Ich habe mein Telefon eh immer in der Hand, ja, gut, meistens, oder hier vorne in der Tasche. Ja. Und von daher ist das alles perfekt. Ja, ja. Bei mir, glaube ich, auch eher Gewohnheit. Also immer einen Schlüssel dabei zu haben, das gehört irgendwie so zum Auto dazu. Das hat man irgendwie so drin. Ja. Und ich habe mich ja bewusst, also nicht gegen Auto, das ist ja absurd, aber bewusst entschieden, halt was komplett anderes, ja, zu machen. Ja. Und deswegen ja auch den Tesla gewählt. Von daher, was möchtest du sehen? Ja, fangen wir an. Vielleicht Motorhaube, wie beim Taycan. Und, Motorhaube klingt auch mal geil. Ja, stimmt. Weil, das weil der Motor ist in dem Fall bei dem Tesla, das ist ja das kleinste Modell, mit einem Motor nur. Es gibt ja auch mit zwei und mit drei Motoren noch. Und deswegen, der hat seinen Motor auch hinten. Deswegen ist das erst recht keine Motorhaube. Okay, aber man nennt sie noch Motorhaube. Oder? Nein, man nennt sie Frunk. Frunk, okay. Stimmt, genau. Das hatte ich beim letzten Mal ja schon gelernt. Und von daher? Okay. Gucken wir uns den an. Machen wir. Im Gegensatz zum Porsche muss ich hier nichts entsperren. Ja. Ich kann einfach hochziehen. Ach so, okay. Und ja, da ist er. Also ich habe hier noch eine Jacke drin, ein Stativ. Mal raus. Ist jetzt nicht ganz so tief, ne? Aber breiter. Also einen Koffer kriegst du den da rein? So einen kleinen Trolley eventuell, ja, habe ich noch nie ausprobiert. Ja. Genau, dann habe ich noch das Abschleppteil da drin. Und das war's. Ja. Ist immer ganz praktisch für, sag ich mal, meine Tasche mit dem Laptop, die packe ich immer da vorne rein, ja, weil dann kann die auch nicht großartig rumfliegen. Ja. Ich habe halt immer, wirklich immer meine Ersatzjacke drin. Mhm. Ist gerade so, wenn man nicht weiß, ob es warm oder kalt ist. Und die polstert ja noch mal ein bisschen. Man kann sich halt auch noch mal im Zubehörhandel halt so Gummidinger holen, dass es noch ein bisschen abgepolstert ist und weicher. Ja. Aber ansonsten finde ich ein nettes Ding von der Größe und vom Nutzen. Ja. Ja. Was ich halt ein bisschen blöd fand und wo ich dann ja eher freudig überrascht war, dass es bei dir auch nicht ist, oder eher enttäuscht von Porsche, dass ich jetzt auch gleiche, hier... Ja, gleiches Spiel. So, und jetzt musste ich sogar zwei Ansätze machen, damit ich es runterkriege. Wo ich mich nicht frage, könnt ihr das nicht einfach mit dem Softclose machen oder dass ihr das reinzieht? Also im Endeffekt sieht das aus, als ob einer noch eine Motorhaube verbauen wollte. Was ich bei einem Porsche vielleicht auch noch verstehen kann, weil die das auch sonst gemacht haben, theoretisch. Weil vorne ist der Motor ja eh nicht. Ja. Vorne war ja auch immer ein Kofferraum. Ja. Also ich verstehe es nicht. Stimmt. Irgendeinen Grund wird es vielleicht haben, aber erschließt sich mir auch nicht. Also fände ich auch nett. Wenn man schon so voll elektrisch denkt, dann gehört das irgendwie auch dazu. Genau. Und ich meine, es klingt immer blöd, aber du machst dir ja Hände auch dreckig. Du zerkratzt den Lack eventuell, wenn du einen Ring hast oder eine Uhr. Ja, kann man schöner machen. Ja. Guti, was jetzt? Ja, schauen wir hinten. Alles klar, schauen wir hinten. So, also... Bei dir sind wir rumgegangen, du hast auf den Schlüssel gedrückt. Hätte ich machen können, hätte ich den Schlüssel. Ich hätte auch auf die App drücken können. Ich kann aber auch einfach hier einmal drauf drücken. Das hat der Taycan nicht. Also ich muss einen Schlüssel oder die App benutzen, aber so aufmachen gibt es nicht. Ja, also ich finde es ganz praktisch. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich häufiger benutze, hält sich, glaube ich, die Waage. Manchmal halt, wenn du schon vom Weiten kommst, dann kannst du schon mal aufmachen, wenn du noch was in der Tasche hast. Nicht in der Tasche, in der Tasche trägst, meine ich. Und das ist mein Kofferraum. Geräumig, würde ich sagen. Also gefühlt mehr Platz als im Taycan. Wobei beim Taycan gibt es ja jetzt auch den Cross-Turismo, da hast du dann
automatisch nochmal mehr, das heißt automatisch, also nochmal mehr Platz im Kofferraum, aber definitiv mehr, würde ich jetzt sagen, als bei dem Taycan 4S. Genau, du kannst die Rückbank komplett umkippen und das ist dann plan. Ja. Das heißt, es passt eine relativ normale Matratze da auch sogar rein. Also du kannst halt auch drin campen. Es gibt auch einen Campen-Modus sogar im Auto. Und gut für den Umzug geeignet. Ganz genau. Dann habe ich an der Seite hier noch so eine Ablage, da habe ich halt hier so Waschzeugs drin. Ja. Ups, das ist hier mein Akkus-Staubsauger. Okay. Von Xiaomi. Ja. Kann ich auch einen Referral-Link hier unten reinpacken. Der Tesla muss ja bezahlt werden. ist ein gutes Ding so, wenn einer mal, weiß ich, hier so Krimskrams irgendwie, na, eigentlich sollte auch keiner drin snacken, aber ich sag mal, für so Krimskrams zum Saugen ist ja einwandfrei. Und USB-C kann ich halt im Tesla auch selber dann laden, logischerweise. Perfekt, gut. So, das ist so ein bisschen reingestopft. Dann habe ich halt hier noch so eine... diesen Unterkofferraum. Ja, doch, da ist auch mehr Platz als im Taycan, definitiv. Das sind diese, wo ich schon immer so gern sage, so drei Bergmann-Bierkästen nebeneinander. Ja, ja, ja. Das passt auch, weil hier ist jetzt relativ viel reingeschmissen. Mhm. Der geht noch tief runter. Mhm. Und also der ist echt mega. Geräumig, ja. Und zurzeit ist es halt einfach Ladekabel, siehste, ich schmeiß die Sachen einfach da rein. Ja. Und behalte das halt einfach clean. Und theoretisch halt, du kannst das jetzt auch komplett rausnehmen. Für den Fall der Fälle, dass du jetzt irgendwie was verladen musst, was irgendwie eine komische Form hat. Kinderwagen passt vielleicht ja sogar rein. Ja, zum Beispiel. Und dann hast du natürlich viele Möglichkeiten, sag ich mal. Ja, und zumachen halt, kannst du über die App machen oder über den Knopf. Ja. Das halt automatisch macht das nicht. Ja. Habe ich ausprobiert. Also wenn ich mich entferne, ich habe da eingestellt, das Auto verschließt sich, egal ob ich sage verschließ oder mach was. Wenn er merkt, ich bin nicht in der Nähe durchs Telefon, macht er sich automatisch zu und alles. Klappt die Scheiben ein, nicht Scheiben ein, klappt die manchmal Spiegel ein. Scheiben warnt da, glaube ich, nur, dass die offen sind eventuell, weiß ich gar nicht so hundertprozentig. Aber wenn ich weggehe, macht er nicht den Kofferraum zu, weil dann denkt er wohl immer noch, ich mache da irgendwas. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder falsch, ob man da was optimieren kann. Aber du kannst den über die App auch schließen, wenn er offen ist? Ja, klar. Okay, das wüsste ich jetzt nicht, dass ich das beim Taycan kann. Zumindest kann ich auch nicht, kann ich es mit dem Schlüssel nicht machen, definitiv nicht. Also öffnen ja, schließen nein. Ich glaube, ja, das geht mal. Genau, deswegen hätte ich mir gedacht, auch Sicherheitsfeature, auch wenn man sich entfernt mit dem Telefon, warum sollte der Kofferraum auf sein? Ja. Ja, sonst gibt es draußen nicht mehr viel. Ladeklappe kann ich dir noch zeigen. Ja, eben, genau. Das ist natürlich immer spannend beim Elektrofahrzeug. Lademöglichkeit. Laden ist hier hinter. Es gibt halt wieder viele Wege für nach Rom. Ja. Ich kann über die App den Ladeanschluss öffnen. Ja. Wenn ich bei einem Tesla Supercharger bin und hat praktisch das Ladekabel in der Hand hat, merkt er das und klappt das automatisch auf. Ja. Oder halt, er ist jetzt entsperrt, das sieht man ja auch an den Spiegeln, dass die ausgeklappt sind. Da weiß er eh, dass ich da bin. Dann kann ich auch antippen. Und dann geht er von alleine auf. Und das ist Serie oder musstest du das dazu bestellen? Es gibt praktisch halt nichts zum Zubestellen beim Tesla. Okay. Du entscheidest Grundmodell, dann kannst du die Felgen noch überlegen und ob du eine Anhängerkupplung willst und die Farbe. Und beim Taycan war das halt Sonderzubehör, das hätte man jetzt auch elektrisch haben können, habe ich mich dann dagegen entschieden. Genau, und du kannst jetzt draufdrücken, dann geht er, glaube ich, zu. Ja, muss ein bisschen. Ich habe da schon eher Angst, dass ich es abbreche. Aber der ist halt schlau genug, halt, der merkt, wenn du losfährst, das Ding ist offen. Entweder warnt er dich oder er macht es automatisch zu und dann kannst du es vom Display drin auch schließen. Also von daher, das ist echt entspannt und gut gelöst. Also du hast eine Lademöglichkeit auch, ne? Also beim Taycan habe ich ja, hatten wir in dem anderen Video gesehen, zwei, ein rechts, ein links, AC, DC und hier hast du ja nur in Anführungsstrichen die DC-Lademöglichkeit. Ja, also das ist ja bei dir genauso, haben wir auch drüber geredet. Also ich kann halt auch AC hier oben laden, ja. Da stecke ich hier oben rein ja. Und ich habe halt einfach keinen Schutz drüber, wie bei dir auf der einen Seite ja. Und alles spielt eigentlich sich hier ab. Okay. Gut. Guti. Dann mache ich es mal über die App zu. Ja. So, das ist ein bisschen blöd gelöst in der App, die ist im Prinzip ganz gut, aber manche Sachen, zum Beispiel unter Fahrzeugsteuerung, finde ich das nicht. Ich muss dann in den Bereich Aufladen gehen und dann habe ich den Ladeanschluss entriegeln und schließen. Also entriegeln ist, wenn er halt ja eingesteckt hat und das noch verriegelt in. Und dann machst du ihn halt so zu. Ja, okay. So, und das wär's von außen. Gut, schauen wir uns von innen an. Genau, schauen wir uns von innen an. Ist aufgeräumt. Also überrascht mich jetzt, muss ich sagen. Sitzt das erste Mal im Tesla? Direkter Vergleich zum Taycan. Du hast ein Display, ne? Ein großes Display. Super. Zwei Hebel. Also sehr clean, muss das ich schon erste, sagen. Das Erste, was ich mache, wenn ich einsteige, ist mein Telefon hier unten auf die Ladeschale legen. Ja.
Also sind halt zwei Wireless Charger. Ja. Und ja, guck dich um. Gefällt mir gut. Also was mir direkt auffällt, Panoramadach kann ich auch als Zubehör bestellen. Ist wahrscheinlich auch hier Zubehör? Nee, es gibt nur das Dach. Ach, okay. Also gut. Du kannst nicht viel extra machen. Du kannst jetzt praktisch die Motorisierung aussuchen. Dann gibt es den Standard-Innenraum, den Semi-Premium und den Premium-Innenraum, die sich eigentlich nur dadurch entscheiden, dass du Sitzheizung hinten hast. Okay. Dass das hier nicht an der Seite nicht so hartes Plastik ist. Mhm. Aber nur da unten. Nur unten. Mhm. Und dann hat er noch ein Soundsystem eingebaut und besseres. Und das war's. Das kannst du aber bei dem Modell, also dem kleinsten, das ich habe, gar nicht anwählen. Das kriegst du halt nur, wenn du die höhere Motorisierung nimmst. Dann kannst du dir Farbe aussuchen, zwischen 5 Farben. Felgengröße nochmal einen Unterschied gibt es halt. Und das einzige richtige, gut, dann kannst du den Autopilot noch kaufen, Software. Mhm. Die kannst du aber auch nachrüsten, theoretisch. Dann wird es aber eventuell teurer, wenn du die später erst kaufst, weil eingebaut ist schon mal alles. Und das Einzige, was du wirklich an richtigen Zubehör, also mit konfigurieren kannst, ist die Anhängerkupplung. Und die haben sie, glaube ich, letztens rausgenommen sogar. Okay. Also ich weiß gerade spontan nicht, ob ich so diese klassischen Instrumente vermissen würde. So im ersten Moment jetzt fehlt mir was, wenn ich so durchs Lenkrad schaue. So, der Anblick ist halt ungewohnt. Aber es kann natürlich sein, dass das Display das alles komplett auffängt. Also es gab mal im Twingo, das ist Jahre her, da hatte man in der Mitte dann auch so eine Digitalanzeige für die Geschwindigkeit. Ja. Das erinnert mich so leicht daran, aber da hatte man zumindest dann eben noch diese normalen Cockpit-Elemente. Ob mir die hier fehlen würden, weiß ich nicht. Also wenn man es gewohnt ist, schaut man wahrscheinlich intuitiv, würde ich immer so hier in der Mitte was suchen. Vielleicht gewöhnt man sich aber auch schnell. Und das habe ich mir halt eingebildet. Das war ja bei mir so ein kleiner Hindernisgrund, ob ich mir den kaufe. Mhm. Weil ich kannte halt nur das Model S und das Model X. Und die haben halt noch ein zweites Display hinterm Lenkrad. Mhm. Und ich bin aber eine Probefahrt gemacht, 30 Minuten, hat mich nicht gestört. Und hat mich danach auch nie wieder gestört, weil ich gewechselt bin. Das Display ist schon mal beeindruckend, muss ich ganz klar sagen. Und du hast halt, das haben sie in der Software geändert. Du kriegst auch regelmäßig Updates. Mhm. Aber wenn du jetzt im Fahrmodus bist, wirst du ja gleich sehen, da war früher die Angabe, ob du halt im P, Drive, Neutral bist, in der Mitte groß. Mhm. Das haben die jetzt kleiner gemacht und hier an den Rand geschoben. Und das macht auch Sinn, weil halt dann hast du das so leicht im Auge, in welchem Modus du bist. Du weißt eigentlich, dass du im Rückwärtsgang oder im Vorwärtsgang bist, ehrlich gesagt, oder im Parkmodus. Das merkst du auch, aber es macht halt Sinn halt. Es wird zum Fahrer rüber geschoben. Und wobei ich finde, jetzt wo ich mir den Hebel mal ein bisschen genauer angucke, das erinnert schon auch so sehr so an das amerikanische, typische, wie man das halt so kannte früher auch. Ne? Also die Hebel sind auch nicht schön wohl. Das ist halt auch ganz schönes Plastik, finde ich, von der Haptik her. Also kann man besser machen. Ja, aber ansonsten sehr aufgeräumt. Das gefällt mir gut, dieses Clean-Konzept nenne ich es mal. Also finde ich gut. Genau, und im Endeffekt hier an der Seite, ich habe einen Fernseher, du hast halt alle vier auf deiner Seite. Ja, ja. Dann hast du den Knopf zum Ein- und Aussteigen, da ist halt auch alles sehr übersichtlich. Das hier ist zum Türöffnen? Ja. Ich meine, das muss man den meisten einmal erklären. Ich habe gerade tatsächlich den Hebel gesucht. Ganz viele nehmen den Hebel hier unten, da gibt es einen. Ja. Der ist aber für Notfälle eigentlich gedacht, weil das ist dann die mechanische Entriegelung. Ah ja, okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, geht die Tür auf? Genau, du musst natürlich dann ein bisschen nach außen drücken. Ich mach mal, ne? Ja. Ah ja. Okay, das ist cool. Ja. Genau. Und ja, Handschuhfach ist halt da versteckt. Unten. Ach so, du sagtest ja im letzten Video, du müsstest es per App öffnen, richtig? Nee, oder? Nee, nicht per App. Ich weiß gar nicht, per App geht das, glaube ich, gar nicht. Also du musst halt hier ins Fahrmenü, kannst hier drücken. Oder du machst halt den Sprachassistenten an und sagst Handschuhfach auf. Und dann geht es halt auf. Ah ja. Okay, cool. Ja gut, auch nicht riesig viel Platz drin, aber braucht man ja eigentlich auch nicht. Eine Parkscheibe sehe ich jetzt bei dir zum Beispiel. Brauche ich noch niemals, weil ich eine elektrische Parkscheibe habe. Okay. Ja, aber wie gesagt, da hat man halt eigentlich in der Regel sowieso nicht so viel drin. Vielleicht mal ein Portemonnaie oder sowas. Nee, also das benutze ich eigentlich nicht, deswegen stört es mich auch null. Ja. Und ich habe halt hier Stauraum drunter. Ah ja, okay, das ist dann auch ähnlich wie beim Taycan. Da bin ich jetzt auch in zwei Ebenen. Sehr vorbildlich, die Brinkhoffs im Becher. Ja, die wollte ich verschenken, deswegen fahre ich nicht spazieren. Okay. Also es geht noch tief rein. Hier ist so eine 12-Volt-Ladebuchse. Und das ist hier nicht von Tesla. Das habe ich auf Alibaba nachgekauft für kleines Geld. Das war mal früher in den Teslas drin, in den Model 3. Das ist der Facelift. Das haben sie sich halt gespart.
Okay, also du hast es quasi als Zubehör dir noch nachgekauft, genau. Um eben da noch ein bisschen besser was verstauen genau, zu können. Genau, weil sonst stapelst du halt, dann kommst du nicht so einfach an die Sachen ran. Ja. Und das ist sinnvoll. So ist total. Ja. Du kannst halt auch auf Alibaba so ein Ding kaufen, was du hier noch reinmachst, damit du so Kleinkram reinpacken könntest. Brauche ich jetzt nicht. Ich mache das ein. Das sind auch die Sachen, die hier drin sind, die ich eher weniger brauche. Das meiste, was ich brauche, ist halt hier vorne drin. Ah ja. Da zum Beispiel Portemonnaie, Schlüssel. Und da habe ich halt auch zwei Ebenen. Und auch das habe ich nachgekauft. Ja. Und hier unten, siehst du, da passen zwei Controller rein. Das geht tiefer aus, runter. Ja, cool. So, doch geräumig. Genau, einen Controller habe ich halt, weil du auch Spiele spielen kannst. Ja. Hier kannst du Spiele drauf spielen. Cool. Hier sind auch zwei USB-Ports. Ja. USB-C-Ports. Ja, ja. Aber während der Fahrt kannst du wahrscheinlich nicht spielen, ne? Nee, während der Fahrt kannst du auch kein Video gucken. Ja, selbst im Browser ist das deaktiviert. Du kannst zwar den Browser anschmeißen während der Fahrt, aber sobald der halt Bewegtbild ist, wird es halt nicht abgespielt. Okay. Das war jetzt aber nicht elektrisch, ne? Nee, nee, das ist mechanisch, aber schön gelöst. Ja. Ja, habe ich auch gestaunt. Finde ich gut. Ja, ja. Also ich sag mal so, dieses, dieser Kritikpunkt Qualität bei Tesla kann ich jetzt so auf den ersten Blick nicht nachvollziehen. Nee, das war vielleicht mal so, weiß ich nicht. Ich sitze jetzt zum ersten Mal im Tesla drin. Aber ich muss sagen, hier klappert nichts. Also ist schöne Haptik, also auch hier mit diesem Knopf. Hier sind Features drin, die finde ich gut. Die ich auch bei Porsche so noch nicht gesehen habe. Also so erster Eindruck würde ich sagen, solide. Ja, also ich finde das auch von der Verarbeitung echt schön. Ja. Die Hebel finde ich halt, ist ein komisches Plastik. Das ist auch so ein hartes Plastik. Das ist zwar hier auch. Hier fällt es zwar nicht so auf, weil das hast du nicht in der Hand. Und hier kommst du mal dran, dann denkst du, ja, komm, hätten sie schöner machen können. Okay, ja gut, aber ist eher nebensächlich. Stimmt schon. Aber jetzt auch nur, weil du es mir gesagt hast, fällt es vielleicht ein bisschen auf. Genau. Ja, dann noch irgendwie... genau, auf dem Display machst du halt eigentlich alles. Das ist jetzt, ja, was soll ich großartig erklären? Das ist jetzt hier, wie du die Lüftung steuerst. Das haben sie aber auch gut gelöst. Also im Taycan ist es ähnlich, aber hier finde ich es tatsächlich auch noch ein bisschen netter gelöst. Also so dieses grafische Darstellung sieht gut aus. Genau, das ist hier dein Mediencenter, das ist Spotify, ja. TuneIn, Radio habe ich rausgeblendet, also kannst auch noch so ein paar Sachen zusätzlich einblenden, was du spielen willst an Quellen. Karaoke-Modus gibt es auch. Es halt auch sehr viel spielerische Sachen drin, ist eigentlich ganz nett gemacht. Große Navi ist halt immer da in dem Sinne. Du hast halt einen Zugriff auf die drei Kameras, die fahren automatisch rein, wenn du rückwärts fährst, links, rechts, hinten. Kannst du natürlich auch wegblenden. Und dann hast du halt hier, also im Endeffekt eine schöne Integration, der Kalender. Der weiß halt morgens, wenn ich einsteige, wo ist mein erster Termin. Das habe ich direkt drauf eingestellt. Dann hast du halt hier, klar, so eine Statistik halt, wo du auswerten kannst, wie bist du die letzten Kilometer gefahren, mit dem gleichen Fahrziel, wie weit würdest du noch kommen. Genau, der Lademodus generell. Dann hast du halt deinen Internetbrowser. Der braucht immer einen Tick zum Laden, also der ist nicht so... Geht der dann über die Onboard-SIM-Karte? Genau, der geht über die Onboard-SIM-Karte und das ist halt auch wieder Tesla, die denken halt nicht so weit in Europa halt. Die haben halt einen Provider in Holland, deswegen denkt der immer, ich bin in Holland. Also deswegen, ich kriege auf YouTube holländische Werbung. Das ist schon ein bisschen komisch gemacht, dass sie das nicht umgestellt haben. Siehst du hier, ich mache meine Mails drin. Ja. Dann hast du halt den Unterhaltungsmodus, das sind halt Spiele, die dabei sind. Das Beach Buggy Racing kannst du auch mit dem Lenkrad spielen. Also jetzt ist er gerade im Parkmodus, deswegen ist geblockt. Aber halt auch mit den Controllern. Kinomodus halt für Netflix, YouTube, Twitch. Und das letzte ist halt hier die Spielekiste. Da ist halt so ein Unsinn drin wie ein Furzkissen. Das kannst du auch einstellen, dass das nur ist, wenn du blinkst und so, damit du dann halt einen Spaß hast mit deinen Leuten. Ja, ist halt ganz geckig als Easter Egg. Es war früher versteckt. Jetzt so offen, naja, hast ein Musikprogramm drin, da kannst du halt mit mehreren Tracks halt wirklich Musik machen, Romantikmodus, macht da Feuer, macht da halt automatisch auch dann die Klimaanlage auf warm. Okay. Skizzenblock zum Rummalen, du kannst die Karte fürs Navi auf den Mars umschalten, dann gibt es den Weihnachtsmodus, da tauscht das Auto aus gegen den Weihnachtsmann und so ein Regenbogenmodus für den Autopiloten, dann fährst du auf einer Regenbogenstraße. Also ich muss schon sagen, der Ansatz ist ein komplett anderer. Also beim Porsche ist es eher so der klassische Ansatz, wie man es eben aus Automobilen generell gewohnt ist. Hier ist irgendwie von den Bedienelementen und so weiter ganz andere Möglichkeiten.
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das für mich so das ist, was mich so anziehen würde. Und auch gerade für Leute, die halt so diese klassischen Automobile gewohnt sind, müssten sich wahrscheinlich erstmal umgewöhnen. Also ich mich auch umgewöhnen. Aber ja, gerade auch für so junge Leute, die da eben noch nichts gewohnt sind, denke ich, ist das dann auch, kommt das dem eher näher, was man heutzutage auch so gewohnt ist von einem Tablet und so weiter. Ja, absolut. Und hier Automodus halt, wo wir gerade kurz drin waren, da machst du halt all das halt. Das habe ich ja auch in deinem, also in, was hat in meinem Video mit deinem Porsche gemacht, halt hier Spiegel einstellen. Das machst du halt über die Räder hier am Lenkrad und das machst du halt einmal wahrscheinlich nur. Ja. Also einmal, wenn du neu konfigurierst. Du kannst ja auch Profile für deine Lebensgefährtin oder sonst wie konfigurieren. Das macht jeder einmal und dann ist der Drops gelutscht. Deswegen brauche ich da keine extra Schalter für. Und dann stellst du halt an, du siehst halt auch schon die Einstellung. Also wenn du ja bei dir vergleichst, das ist ja so alles so gewachsen, wie selbst im Verbrenner Porsche halt, wie die halt ihr Onboard-System gemacht haben mit Schalten, Wischen. Und es wird immer verschachtelter oft auch. Ja. Und das ist hier wie auf dem iPhone die Settings halt. Du hast so Wischer. Ja, stimmt. Du entscheidest, was du halt machen willst. Display, Tagmodus, Nachtmodus. Also der hat halt auch so einen Automatikmodus. Nachts schaltet er alles auf dunkel, damit es dich nicht stört und blendet. Ich könnte jetzt noch nicht mal auf Anhieb sagen, was ich besser finde. Das eine Konzept oder das andere Konzept. Beides hat für mich etwas. Aber du hast es gerade schon erwähnt. Also diese Herangehensweise hier ist einfach ganz neu gedacht. Sehr modern gedacht. Bei Porsche jetzt oder auch bei anderen deutschen Automobilmarken, sage ich jetzt mal, ist eher so der klassische Ansatz gewählt. Finde ich auch nicht schlecht, aber wie du es auch gerade erwähnt hast, es kommen immer mehr Features dazu irgendwie und es ist dann zum Teil auch sehr unübersichtlich, wenn du das in diese typische Instrumententafel dann nach und nach alles immer noch mit integrierst. Ja, ja. Genau. Dann der ganze Fahrmodus, das ist halt, ich mache halt One-Pedal-Driving. Das heißt genau was? Stopp-Modus halten, also sobald ich vom Gas runtergehe, kommt der praktisch zum Stillstand. Okay. Also nicht abrupt logischerweise, aber schon extrem schnell. Und normaler Modus ist wahrscheinlich Rollen, dass er dann rollt und dann wie der Winkel ist, halt rollt er stärker aus oder schwächer. Und Kriechen ist, glaube ich, so das, der klassische Modus wie normale Verbrenner, glaube ich. Ich habe mich aber nie so tief mit beschäftigt, weil ich den Haltenmodus so geil finde. Ich benutze die Bremse halt gefühlt einmal am Tag, nicht aus Zufall, also weiß ich nicht, weil ich dann doch abrupter abbremse nochmal, weil ich denke, die Ampel dann doch noch irgendwie stoppen will. Also ganz anderes Fahren für mich geworden. Genau, Autopilot, volle Programm gekauft. Also der macht alles und auch alles die nächsten Jahre, was noch reinkommt in Sachen autonomes Fahren. Ich finde es jetzt gerade echt spannend zu lesen. Beta, da werde ich dann doch ein bisschen skeptisch, wo ich dann irgendwie dann vielleicht mich auch frage, ob da nicht der konservativere Ansatz doch sinnvoll ist, weil Beta ist ja so, Lenkassistent. Also da frage ich mich dann auch, funktioniert es oder funktioniert es nicht, wenn ich da Beta lese? Das sind gute Betas, kannst von ausgehen. Das sind zugelassene Betas. Okay. Aber hier, das wird dich noch mehr schockieren. Mit Autopilot navigieren, anpassen, da kann ich auch in den Modus Mad Max schalten. Okay, das bedeutet was? Also es ist geschwindigkeitsbasierter Spurwechsel, dass wenn er halt auf Autobahn die Spur wechselt, also selbstständig. Das geht aktuell nur bedingt selbstständig. Ich muss ihn einmal antippen am Blinker. Wahrscheinlich irgendwas Regulatorisches, würde ich vermuten. Und dann, wie schnell er rüber geht und wie oft er rüber geht halt. Ob das mit der Geschwindigkeit gekoppelt ist. Nur wenn er meint, er kann schneller fahren oder immer versucht, die Spuren zu wechseln aktiv, macht er halt bei Mad Max am wildesten, in Anführungsstrichen, klingt wilder als es ist. Okay. Klingt aber auf jeden Fall gut. Genau, dann halt Navigation einstellen halt. Das ist relativ straightforward. Ja, Sicherheit, SOS-Notruf, der ist jetzt auch nur auf dem Display oben. Der war früher im Vor-Facelift hier oben. Haben sie auch wieder eine Taste eliminiert. Genau, Service hier, Handbuch, Abschleppmodus. Hier Abschleppmodus gibt es und so was. Ich verstehe nicht, warum es keinen Modus für Waschstraßen gibt. Weil das ist ja auch so ein Hackmack mit, wenn du so eine ziehende Waschstraße hast, was du alles deaktivieren musst. Worauf du achten musst. Auf Endstellen beispielsweise oder was ich ganz gerne mache, ist die Klimatisierung ausschalten, dass der nicht so viel Luftfeuchtigkeit zieht. Ja, stimmt. Genau, und ich meine, das ist ja auch eigentlich, die Sachen sind ja alle da, die müssen nur in einem Modus auf eine Taste gepackt werden. Dann wäre ich schon glücklich. Genau, und dann hier Software am Ende, Software-Updates. Also ist gerade wieder ein Update verfügbar. Gefühlt gerade in den letzten Wochen habe ich einmal alle zwei Wochen ein Update. Hier ist es aber auch so, dass du tatsächlich
auch alle fahrzeugkritischen Funktionen over the air bekommst. Genau. Ich muss auch nicht jedes Update machen. Ich habe mich entschieden, jedes zu machen. Du hast auch Versionshinweise, das ist wie beim Computer, wo gesagt wird, was ist geändert worden. Und jetzt zum Beispiel ändern die wohl irgendwas im Streaming. Dann habe ich Probleme mit Netflix und YouTube Streaming ab dem 31. ab Ende des Monats. Und deswegen habe ich beim Einsteigen eine Warnmeldung bekommen. Also das ist ein kritisches Update, solltest du machen, weil sonst kann das zumindest YouTube und Netflix beeinflussen. Aber du machst alle Updates over the air. Okay. Ja, das ist bei Porsche jetzt, den Vergleich kann ich jetzt ziehen, nicht ganz so. Da sind halt manche Updates eben nicht over the air möglich, soweit ich das weiß. Und wobei ich auch überlege, dass ich das vielleicht ganz gut finde. Weil so fahrzeugkritische Funktionen, wenn dann das Update sich irgendwie installiert und ich es nicht steuern kann und ich frage mich dann einfach, ob es da vielleicht auch Hack-Möglichkeiten, also Angriffsmöglichkeiten gibt. Und da fühle ich mich dann vielleicht auch nicht ganz so wohl bei. Wo ich mir sage, am Ende, ob die Datei einspielen oder du selber, der Rest macht das Auto. Auch das heißt, er lädt es einfach, das Update, und du kannst aber noch selbst entscheiden, sagen, installieren oder auch nicht. Okay, genau. Ja, gut. Genau, und hier oben in der Menüleiste hast du hier noch den, es gibt den Wächtermodus, den kannst du anmachen, dass wenn einer dem Auto zu nahe kommt und du bist nicht da, dann nimmt er das in Kameras auf und speichert es für die letzten 5 oder 10 Sekunden. Genauso, du hast eine Dashcam, die kontinuierlich aufnimmt. Und die ist hier schon mit on board? Ja. Okay. Nur wenn du, also wahrscheinlich auch wieder regulatorisch, wenn du da meinst, die letzten 10 Sekunden, da ist irgendwas passiert, das bräuchst du als Beweisstück meinetwegen wegen Unfall oder so, dann drückst du einmal, was drücken ist gut, tippen tust du ja, und tippst einmal drauf und dann speichert er die letzten Sekunden. Ja. Also jetzt gerade nicht automatisch, weil wir ja jetzt stehen und parken, aber sonst einfach schnell drauf tippen und dann speichert er. Und hier kannst du halt ja auch die ganzen Sachen angucken, die du gespeichert hast. Wird auf USB gespeichert, ist im Handschuhfach ein Stick drin, wird mitgeliefert von Tesla. Das ist nicht schlecht. Eigentlich eine schöne Sache, wie ich finde. Genau, hier unten Sitzheizung, Fensterheizung ist relativ klar und erklärbar halt. Lautsprecher. Schön. Und dann kannst du halt hier noch drauf tippen, wenn du Kofferraum aufmachen willst. Vorne hinten. Ladeklappe, fertig. Ein paar Wischer hast du auch noch hier. Sagt ihr hier so einen Trip-Counter oder halt hier die Reifendruck-Angabe, die aber natürlich erst aktiv wird, wenn du fährst. Ja. Dann zeig ich dir. Ja. So. Mache ich so selten, aber ich kann nichts wegwischen. So, zack. Ich kann auch eher von rechts wischen als vom Beifahrersitz. Das war's. Ja, also ganz anderer Ansatz, aber gut. Also. Gibt es nichts daran auszusetzen. Wie gesagt, ist gewöhnungsbedürftig vielleicht als Umsteiger von so einem klassischen Fahrzeug, aber finde ich nicht schlecht. Jo, dann bleibt eigentlich nur noch, dass du mal ausprobierst, wie es sich fährt. Dann machen wir das. Ja. Du lässt mich fahren? Ja, dann tritt mal auf die Bremse. Ja, okay. Achso, du hattest mir schon angekündigt. Oh ja, was passiert hier jetzt? Jetzt wird er mal rangefahren. Jetzt fährt er den in den Achim-Modus. Okay. Vorher war er im Easy Entry. Dann war der Sitz halt höher, glaube ich. Oder niedriger, jetzt muss ich nachdenken halt, damit ich halt einfach ein- und aussteige und danach konfiguriert das genauso, wie ich fahren möchte. Okay. Du kannst das jetzt aber selber an der Seite für dich einstellen und dann kann man ein eigenes Fahrerprofil speichern, wenn man halt zum Beispiel mehrere Leute so ein Auto benutzt. Mhm. Okay. Außer du bist jetzt so erstmal fein mit der Einstellung. Ach so. Erstmal sieht das jetzt für mich in Ordnung aus. Ich habe gerade schon geguckt, hier sind die Fahrmodi, also P haben wir jetzt aktuell. Dann, auf R würde ich jetzt wahrscheinlich Hebel hoch und dann könnte ich rückwärts fahren, richtig? Genau. Okay, dann probieren wir es aus. Ja, probieren wir aus. So, jetzt sind wir zurückgekommen. Bist du eigentlich vorneweg, du hast gesagt, vor dem Taycan hast du einen anderen Porsche gehabt. Hast du davor auch noch einen Porsche gehabt? Oder bist du langjähriger Porsche-Fahrer? Davor hatte ich einen Golf GTD tatsächlich. Okay, gut. Also, und dann bin ich dann irgendwann auf Porsche umgestiegen. Okay, gut. Sonst hätte ich gedacht, oh, ihr Leben lang Porsche. Nee. Also im Endeffekt halt, viele würden ja sagen, wahrscheinlich ist ein Rückschritt, aus einem Porsche in den Tesla zu steigen. Würde ich jetzt so nicht sagen. Ist was anderes. Also ich finde, so mein erster Eindruck, Tesla hat die Bedienung des Fahrzeugs neu gedacht.
also Fahrzeug generell meine ich damit. Und das finde ich schon gut, auch diesen minimalistischen Ansatz, wenig Hebel, Knöpfe, sonstiges. Wirkt sehr aufgeräumt, also hat mir gut gefallen. Und vor allem auch dieses One-Pedal-Driving heißt das ja, glaube ich. Erstmal sehr ungewohnt, aber ich glaube, man gewöhnt sich sehr schnell dran und finde ich eigentlich macht richtig Spaß. Also kann ich mir gut vorstellen. Was mir so ein bisschen fehlt, ist, man merkt schon, du hast einen sportlicheren Charakter. Eben ist ja auch der Taycan eher der Sportwagen. Ich meine, es ist kein Sportwagen halt. Also genau, im Endeffekt ist es halt. Ich meine, von vorne sieht der sportlich aus, von hinten eher nicht halt. Es ist halt so ein Mix, glaube ich, gefühlt. Aber solides Fahrzeug, fährt sich schön, sehr ruhig und wie gesagt, sehr aufgeräumt, gefällt mir gut. Ja, also bin ich freudig überrascht. Schon allein, aber ich glaube halt auch schon, ich wusste halt, die wird auch die Technologie und die Idee schon einfach gefallen. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht das Auto ist, was du kaufen würdest halt. Aber dass du das zumindest halt honorierst. Ja. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Und ich glaube, das ist halt eine spannende Zukunft, in die halt auch generell Tesla geht. Ja. Wenn man sich auch schon die Modelle S und X anguckt, die neuen, die sie angekündigt haben, die ja sogar die Schalter nochmal eliminieren wollen. Also die halt hier Scheibenwischer, ist ja bei mir kein Scheibenwischer, aber Ganghebel, und die dann sagen halt, wir antizipieren, wohin du jetzt willst und dass du abbiegen willst. Und der Blinker geht automatisch. Und und all das halt. Ich meine, ist nochmal krass und ist wahrscheinlich auch eine regulatorische Hürde in Deutschland. Definitiv. Also gerade in Deutschland, glaube ich, oder in Europa vielleicht auch, aber vielleicht besonders in Deutschland. Muss man gucken, wo die Reise dahin geht. Und ich bin auch gespannt, wo bei Porsche die Reise hingeht. Ja. In Sachen E-Mobilität, wie die den nächsten Schritt machen. Ja. Und was da für nächste Modelle kommen und wie die gedacht werden. Und ob es auch mal, sag ich mal, ob die sich auch trauen, so einen Klassiker als E-Variante zu machen. Ja, den Cayman soll es wohl auch mal als E-Variante geben. Den Cayman hätte ich jetzt nicht als Klassiker bezeichnet. Okay, nein, das stimmt nicht. Aber da kann ich es mir am ehesten vorstellen, weil das ist auch ein Mittelmotorfahrzeug, der Cayman. Und wenn man das jetzt quasi durch eine Batterie dann tauscht, kann ich mir sehr gut da vorstellen. Okay. So, wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Ich möchte auch gerne nochmal hier den Porsche auf Autobahn fahren. Ja. Die Geschwindigkeit da mal spüren und die Beschleunigung. Und die Launch Control müssen wir dann auch mal ausprobieren. Mhm. Aber das dürfen wir natürlich nicht einfach so auf der offenen Straße, sondern uns ein geeignetes Plätzchen dann suchen. Ja, dann lieben Dank dafür. Ganz kurz noch, im ersten Video haben wir darüber gesprochen, in diesem Video noch nicht. Die Bits & Currywurst ist eine Veranstaltung, läuft immer im Rahmen der digitalen Woche Dortmund. Im November im Regelfall ist das ja immer. Und die ist halt hier im Signal Iduna Park, vor dem wir hier stehen, wo wir gedreht haben. Und die veranstaltest du. Und da mache ich ja auch immer gerne nochmal Werbung für auch. Generell. Bist ja auch als Speaker dabei gewesen, ja. Also insofern. Ja, und Standort Dortmund, zusammen, was wir hier machen mit der Wirtschaftsförderung, das muss man auch häufig erwähnen, finde ich. Ja. Und damit haben wir dann auch das Fazit. Ich freue mich, wenn er beim nächsten Video zuschaut und vielleicht hat er den Marc in einem der nächsten Videos dann auch nochmal wieder.